herzlich willkommen zurück zum Fernbus-Simulator. Wir reisen heute, wir stehen in Arnhem, durch Belgien durch und dann in Richtung Luxemburg. So, kann ich jetzt nicht irgendwie... Ja, ich möchte gerne einfach mal gerade kurz meine Dings machen. Wie viel haben wir denn überhaupt jetzt an? Ich habe mir einen Tee gemacht gerade, nur nebenbei. Ich gucke, was für eine Ziehzeit wir haben. Ich will nämlich auch tagsüber wieder fahren. 3 bis 5 Minuten, alles klar. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier fertig ist mit dem Laden. Jo. Da sind wir wieder. Karriere. Arnhem, Luxemburg, das möchte ich heute in den Fahrer machen. Die Fahrt. Realistisch und ich will eigentlich gerne mal früher morgen fahren. So, wir können. Oh, früher war 8. Einwenden. So, also ich wollte einfach das mal machen. Die Strecke fahren wir heute. Und dauert jetzt einen kleinen, wieder kleinen Moment. So, sind wir jetzt immer noch in Arnhem? Du, ne? Scheinbar. So. So, warte mal kurz. Kann ich wohl mal nicht. Genau, Luxemburg ist schon richtig so. Und dann machen wir auf. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Wieso darf ich hier nicht. Wieso muss ich hier mal komplett mit dem Bus drehen? Komplett? So, wir sollen ja nach habe ich jetzt die Route nicht auch drin? Warte mal, wie soll ich jetzt hier? Anmeldung? Okay. Ich will eigentlich. Habe ich freie Fahrt drin? Nee, hab ich nicht. Alles klar, passt so. Jetzt hat er sich aktualisiert erst. Ja, schön, dass wir wieder am Start sind hier mit unserem Neoplan Skyliner, den ich jetzt am liebsten fahre momentan. Wir sind auf dem Weg von Arnhem durch Belgien nach Luxemburg. Denn ich möchte gerne in der nächsten Episode
in die Schweiz. Aber jetzt erstmal. Jetzt müssen wir es über unsere Fahrgäste holen. Das sind jetzt noch 7 Kilometer ungefähr. Und deswegen, ich habe jetzt nur umgestellt. Ich habe jetzt auf die Tags. Ich habe tagsüber jetzt eingestellt. Um auch mal ein bisschen was zu sehen. Oh. So, dann geht's. Da vorne ist die Haltestelle, okay. So, dann machen wir auch kurz die ganzen Loop mal auf. So, ihr habt eure Sachen drin und wir machen jetzt mal kurze Ticketkontrolle. Chalera! Gregor Kühe ist da unten. Danke sehr. Servus, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, warte, ich check's gerade ab. Du bist. Joy Bolt, da ist er doch. Sehr freundlich. Hallo, hier ist mein Ticket. Mila Preuß, da unten. Vielen Dank. Moin, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Du wirst nach Straßburg, ne? Das ist falsch. Ja. Sehr freundlich. Salü, fahren Sie in meine Richtung? Brüssel. Ciao. Hallo. Und ich bitte ein Ticket bringen. Nee, warte. Du möchtest nach Brüssel? Danke. Mahlzeit. Ticket. Warte mal, du bist Florian Fink. Ich habe das letzte Weile gar nicht mehr kontrolliert. Ich bin nur auf die Ziele an Ziel allerdings gegangen. Danke. Moin, ich hoffe, ich bin hier richtig. Augsburg, aber eher nicht. Ich suche mir gerade eine neue Verbindung. Hallo, bin ich hier richtig? Du bist Mohamed Rühl. Jo. Du willst doch Cholera. Alia Kowalski. Hallo? Hier, mein Ticket. Rotterdam? Nee, da kommen wir gerade her. Ciao. Fahren Sie in meine Richtung? Warte mal, du bist Ina Gebhardt nach Antwerpen. Sehr freundlich. So, jetzt fehlt noch einer, ne? Tessa, das habe ich eben schon gesehen, du bist das. Sehr gut. Na dann. Warte mal, da habe ich das 6. Kette drauf. Ja, da. Termelschule ist Erfurt, tatsächlich.
und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid so. Und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch... Warte mal, ich muss mal kurz mich anmelden, dass ich loslegen kann. ...findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen. Das war laut. Das war eben nicht so laut. Audio, Dialoge, Fahrzeug, Umgebung, ich habe alles runtergestellt. Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schau dich aus. Mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Mhm. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get... Tut mir leid, das muss ich jetzt ausmachen. Jetzt ist es tatsächlich extrem laut. Weil ich hatte das jetzt die letzten Folgen, wo das jetzt mal die letzten Folgen gefahren sind, war es nicht so laut. Ja, wir haben knapp 200 Kilometer jetzt nach Antwerpen. Komm mal kurz. Ich nehme mal kurz den. Ich will mal einen Retarder mit reinnehmen. So, ist wirklich immer einfach. Hier drinnen wachsen schon Eiszapfen. Und bitte was? Hör mal, Klimaanlage ist zu kalt. Mal 21,5. So, stellen wir die Klimaanlage ein. Gute Frage, wie sieht es mit dem Tank überhaupt aus? Ist voll. Ja, weil wir neu gestartet sind. Wenn wir jetzt durchgefahren hätten, wir durchaus immer tanken müssen. Wir haben ja in Bremen erst zuletzt getankt. Die Ampel nicht. Ah, schön. Nee, es ist Dienstag. Ich glaube, von dem Tag her passt das auch mit der Folge nicht genau, aber ist aber nicht egal. Ja, wir sind wieder ca. bei 700 Kilometern, das was wir auch in der letzten Episode gefahren sind. Und heute fahren wir nach Belgien und dann geht es direkt durch nach Luxemburg. Dann haben wir nämlich Benelux weg. Dann fehlt es nämlich noch. Dann können wir uns irgendwann in Frankreich verwickeln. Ich will ja halt jetzt straight alles hintereinander wegarbeiten. Alles verschüttet. Danke. Entschuldigung, war mein Fehler.
Ja, für die Leute, die es interessiert, ich fahre mit Controller. Ich bin auf der PlayStation 5 unterwegs. Nur, ich weiß, dass viele YouTubers auch spielen. Ich weiß, dass Paluten spielt. Zum Beispiel. Aber. Jeder hat ein Einziel. Und ich liebe halt Bus-Simulatoren. Ich liebe das. Wie gesagt, für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin natürlich vom Beruf Busfahrer. Allerdings für Linienbusse und nicht für Fernreise. Das wäre für mich persönlich gar nichts. Ja, du bist halt so gut wie nicht zu Hause, bist halt nur auf der Bahn. So wie wir jetzt in unserer Karriere auch. Wir sind lange nicht mehr in Leipzig gewesen. Wir sind vor einer guten Woche in Leipzig gestartet und sind mittlerweile fast bis. Sind jetzt erstmal schon in den Niederlanden unterwegs, also sind jetzt auf Weg nach Belgien. Haben also schon viel gemacht. Wir sind von Leipzig nach Berlin, von Berlin aus sind wir dann nach. Von Leipzig nach Berlin, von Berlin aus sind wir dann hier über Usedom, Ahlbeck, Sellin, Stralsund, Rostock, Kiel, Flensburg findet es natürlich noch, Hamburg, Bremen, Wilhelmshaven. Hier runter die Route, einmal nach Dings gefahren, nach Rotterdam bis Arnhem. Und jetzt sind wir von Arnhem unterwegs, da über Antwerpen, Gent, Brüssel, Charleroi und nach Luxemburg. Und dann werden wir uns in der nächsten Episode dann nach Straßburg begeben, Freiburg und dann gibt's Zürich, Basel und sowas. Das wird also noch ein bisschen was. Ja, noch ein bisschen was vor uns. Das ist Scania. Schon auch ein Scania. Aber die kosten 20 Euro, die DLCs. Mal gucken, vielleicht dabei. So, muss man gerade gucken, weil hier ist jetzt gerade übelst Stau, deswegen fahre ich jetzt früh. Damit wir ein bisschen mehr los auf der Straße haben. Haben wir eigentlich schon mal eine Pause angesagt? Ja, ne? Zwischen Gent und Brüssel. Und dann nochmal nach Charleroi und Luxemburg. Dann hat er gesagt, jetzt Pause offiziell um 12. Oh, Alter. Also dreieinhalb Stunden, okay. Vor den zwei Sprinter, die halten ein bisschen was aus. Wir verkehren unseren Verkehr auf. Moin. Ja, du hängst halt übelst gerade im Berufsverkehr drin. Ne? Guck mal, hier heißt es Sup. Da kann doch mal ein bisschen hin oder kann man ein bisschen, da kann man Gas geben. Ich habe ein bisschen was vor heute noch. Also ich werde rechts überholt. Vergiss es. Du brauchst mich nie auch noch rechts überholen. Wenn du überholen willst, dann überholen wir jeder normale Mensch auch. Haben wir irgendwas auf der Strecke, was ich jetzt wissen muss? Haben wir jetzt irgendwas auf der Strecke, was ich wissen muss? Da ist ein Parkplatz, da ist ein
eigentlich gerade nichts, ne? Right. Ich möchte jetzt erstmal, wie gesagt, bevor wir irgendwie mal irgendwann freie Fahrt machen, müssen wir in der Karriere auf jeden Fall erstmal alle Städte freischalten. Und deswegen, das ist der größte Akt jetzt. So, dann ist jetzt, ist wieder raus? Ja. Ich habe Agent in Brüssel dran oder nicht? Jetzt Richtung Deutschland zurück. Ja, das hatte ich überlegt, nämlich als wir dann statt nach jetzt in Belgien zu fahren, wieder zurück nach Deutschland zu fahren und die mit Mitteldeutschland zu abdecken. Aber das machen wir alles noch, es kommt alles noch. Deutschland wird auch ein ganz großer Akt werden. Aber jetzt müsste ich erstmal die Nachbarländer. Deutschland und Frankreich, das wird viel. Aber jetzt hier Niederlande, Belgien, das kriegst du dann alles noch im Rutsch, wahrscheinlich auch die Schweiz in einem Rutsch. Tschechien könntest du tatsächlich mal im Rutsch kriegen. Mal gucken. Ah, jetzt gefühlt staut sich das immer ein bisschen. So, wir haben noch 60 Kilometer bis zu unserem ersten Stop und der ist in Antwerpen und jetzt sind wir gerade über die Grenze und damit herzlich willkommen auch in Belgien. Schön, dass ihr da alle angekrochen kommt. Jetzt gibt es doch schon die belgischen Autokennzeichen. Geh weg! Oh, du kleiner Sack, Alter, ich hasse das. Warum kriegt ihr es nicht auf die Reihe, vernünftig zu fahren? Ey, hier beschleunigt oder bremst hier, weil bremst du mich komplett aus. Ich will eigentlich nur vorbei an dem Auto. Mal an der Schlange da vorne. So, 45 Kilometer noch. Und nein, ich fahre, auch wenn ich Puls fahre, ich fahre nicht so wie jetzt im Spiel. Ich könnte jetzt hier auch über John Schreifen kurz mal fliegen, aber... So, jetzt möchte ich mal im LKW vorbei. So, 34 Kilometer nur noch bis zum ersten Stopp. Geht jetzt relativ schnell. Alter! Das war mir fast klar. Mir wird gleich schlecht. Ja, mir auch. Meine Fresse, ey. Das ist ja schlimm mit euch.
Wieso müsst ihr eigentlich immer so hart bremsen? Vor allem, du kommst hier und schwand mit 100 angeflankt, passiert nichts und grundlos, ich bleib mal stehen auf der Autobahn hier. Ja, das Spiel hat natürlich gar kein Schadensmodell. Ich glaube, da muss man ja mittlerweile dem schweren Unfall jetzt zu viel Schrott. Wirklich nicht? Ja, herzlich willkommen beim Flixfold, da passiert das öfters mal. Nein, nein, alles gut, wie gesagt. Nichts gegen die Firma. Definitiv nicht. Also ich bin ja jetzt vor ein paar Tagen mit Flex Train gefahren, von Leipzig nach Berlin. Mit der Route, mit der wir überhaupt das ganze Ding hier angefangen haben, ne? Und da bereue ich das, ich hatte immer noch nicht Potsdam gekommen. Wie gesagt, in Deutschland fehlen sie auf jeden Fall mit noch zwei Städte. Nämlich Flensburg und Potsdam. Also Potsdam kriegen wir schon noch mit ein. Oh, bleib doch Dennoch! Meine Fresse, ey, was sind denn für Leute unterwegs? Also, Police? Also ja gut, belgische Polizei. Police de la Route, Straßenpolizei oder Streifenpolizei. Das Lustige ist, sie sehen nicht mal, sie die Ampel nicht. So, noch 9 Kilometer, dann haben wir den ersten Stopp. Soll ich also nicht mal meckern, dass ich über rote Ampeln fahre? Ja, ich habe die Ampel natürlich gesehen, ich bin natürlich auch wieder durchgefahren, naja. So, warte mal. Mich orientieren, 3 Kilometer. Da vorne ist die Haltestelle. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwo drehen, oder? Müssen wir da mal drehen? Oder können wir da jetzt ohne weiteres rein? Ne, wir können ohne weiteres rein, ne? Und damit willkommen in Antwerpen! Halt, stopp! Die Gepäckfächer muss ich noch freigeben. Die kann ich auch eigentlich offen lassen. Ist das jetzt nur von der Lackierung so oder ist das von mir? Ne, ist doch hier. So, machen wir das doch mal. Luxemburg, Chris, der Chris Korn. Natürlich. Passt so. Hallo. Hallo, mein Hübsche. Du bist die Elaine Rogge. Da unten. Ja, ja, warte. Alia wählen. Da unten. Danke. Tag, das Ticket. Bitteschön. Maya, Maya nach Chaleroa. Deckel drin. Hallo, das Ticket. Bitteschön. Ja, ja, Eva Oppermann. Du
Die habe ich schon gesehen. Grüezi, ist das gültig? Luxemburg, Dario Roos. Dankeschön. Jawohl. Guten Tag, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, ja, Neiler Schirm an der Brücke. Brüssel. Da ist er. Auf geht's. Mahlzeit. Hier, mein Ticket. Du bist Aurora Nitschke und möchtest da Luxemburg. Aurora Nitschke. Aurora Nitschke, da ist er. Mahlzeit. Hier, mein Ticket. Heinrich Kaiser. Nach Brüssel, jawohl. Stimmt, da sind noch zu viele Leute rum. Warte mal, warte. Du bist die Dalia Reimers. Steht auf der Liste, ja. Alter, hast du Popel in der Nase? Ah, du willst gar nicht mit. Das sieht voll aus, das ist die Popel in der Nase. Mahlzeit, das ist die Emilia Weiß. Da. Hallo, ist das gültig? Fabio Thieme. Jupp. Da sind noch zwei Leute mit, das ist ja, aber das passt doch einfach, das passt einfach sogar her. Helene Korte. Dankeschön. Tag, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, ja, Leute. André Kretschmer, das bist du? Was mir gerade so einfällt, wir stehen ja mitten im Belgien, wir stehen ja mitten in Antwerpen. Hauptsache, wir haben Werbung für deutsches Bier, Spreebräu Pilsner. Jetzt Ofe to go. Kommt übrigens nicht aus Köln, sondern aus Berlin. Sonst glaube ich, in Köln damals gesagt, dass die Werbung kam. Ich finde es lustig. Wir können doch nicht mal auf den nächsten Papa gucken, weil da eine Alpha Wall drin ist. Das ist lustig. Naja, wie dem auch sei. So, machen wir es weiter. Auf unserer Reise nach Luxemburg. Wir machen jetzt weiter nach Brüssel. Wenn ich es natürlich im Kopf habe. So, nee, Quatsch. Nach Gent. Wir reisen jetzt nach Gent. Hier gibt's auch die lustigen Schilder. Ich glaube, es ist ein Bug. Es ist ein lustiger Bug, aber es ist ein Bug. Jetzt ist es wieder leise. Bleib doch stehen! Mein Gott! Nee, ich habe empfehlt, ich habe Vorfahrt. Brauche noch nicht tanken. Ich habe gerade die Tankstelle gesetzt, aber gucken wir mal, wie weit man tankt. Wenn ich tanken muss, nee, brauchen wir noch nicht. So,
wieder auf der Autobahn. Es sind nur 70 Kilometer, also es ist eine kurze Strecke. So, jetzt schwelle ich einen Tunnel durch. Boah, Alter. Ist aber auch eine Ecke hier. Nochmal, ich fahr Controller, ne? Wir sind jetzt eh gleich da schon. Ich ärgere, dass wir Flensburg noch nicht mitnehmen können. Ich hätte so gern mitgenommen. Das heißt, wir müssen da definitiv immer noch mal hoch. Aber das kommt noch. Das kommt alles noch. Und ich bin alles angeflogen. Vor allem, weil die jetzt so spät alle aufploppen, siehst du es echt erst spät, sehr, sehr spät. Sechsundzwanzig Kilometer nur noch bis Gent. Nach Brüssel schon? Jo. Wir müssen um 12 Uhr offiziell eine Pause haben. Wir haben jetzt 10.15 Uhr. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich bis Brüssel noch kommen. Hier müssen wir noch weiter. Das haben wir schon Lille ausgeschildert. Aber das brauchen wir noch nicht. Das kommt noch. Frankreich wird auch wieder so ein ewig langes Ding wahrscheinlich. Ich möchte erstmal den ganzen kleinen. Nächste Folge wollen wir, würde ich eigentlich gerne schon in die Schweiz. Und die übernächste Folge möchte ich Österreich schon zu haben. Also ich will jetzt noch zwei Folgen fahren, zwei Folgen ungefähr noch. Und dann nochmal schön. Haben wir eigentlich Benelux-Länder und zumindest ein bisschen umgehen und die südliche Ecke von Deutschland weg. Warte mal. Ich brauche ja gar nicht abzu. Kann ja hier raus. Das ist lustig, ich finde die Ampel, sehe die Ampel nicht. Ach komm, scheiß drauf. So, da wäre eine Haltestelle. Wo sind die Haltestelle? Ist die komplett am Arsch der Welt oder was? Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Ja, weil es kann. Der ist doch richtig. Oh, Alter. Mensch.
War was? Warte mal kurz. Wo ist denn die Haltestelle hier? Du siehst mich ja komplett am Arsch der Welt, oder was? Hier außen rum? Das Blöde ist, ich kenne mich ja gar nicht aus. Das ist ja übelst schlecht gemacht. Also was heißt, übelst schlecht nicht, aber übelst verwirrend. Hier ist die Haltestelle. Und damit haben wir Gen freigeschaltet. So. Ich bin verwirrt. Habe ich die Dinger nicht zugemacht? Habe ich die gerade jetzt? Kann ich die jetzt? Warte mal. Habe ich die Dinger jetzt aufgelassen? Rechts, habe ich die aufgelassen? Blöde Frage, habe ich die aufgemacht? Habe ich jetzt während der ganzen Fahrt die scheiß Gepäckluke aufgelassen? Hoffenheim, eher weniger. Liebe German, nein. Jakob Ruf. Das sind viele Leute. Ja, ihr steht mir ein bisschen im. Du bist der Marian Biermann. Danke sehr. Hi, das Ticket. Bitte schön. Luxemburg ist immer richtig. Michael Schumann. Nee, Melike. Ciao. Mahlzeit. Bitte sehr. Herr Schmitz. Dankeschön. Hallo? Ha, Genf. Nee, weniger. Kalle Pohlmann, nein. Hallo? Ist das gültig? Halber? John Klotz. Dankeschön. Ist das gültig? Sehe ich gleich. Nicole Klemm, jetzt wisst ihr. Nicole Klemm ist genau richtig. Wer bist du? Nee, Pilsen. Nee. Merle Vetter. Danke sehr. Ja. Und warum habe ich jetzt irgendwas? Steht hier noch um herum? Warte mal, es ist gerade schwierig. Mir fehlt ein Fahrgast noch, oder nicht? Alte Lina Kreuzer. Ja, mir fehlt noch ein Fahrgast irgendwo. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ach, da hinten steht doch jemand. Die hab ich ja gar nicht gesehen. Hallo? Oh, das ist die Adelina. Die habe ich überhaupt nicht gesehen hinter der Haltestelle. Weil ich dachte mir jetzt echt, die ist da verschütt. Die kam nicht. Nein, aber es passt, alles gut. So. Wunderbar. Alle am Start. Dann machen wir weiter auf unserer Fahrt in Richtung Brüssel schon. Ja, Brüssel und Charleroi. Genau. Gut, auf geht's. Unsere Fahrt nach Brüssel.
Bisschen verwirrend alles hier. Na dann, auf geht's. Warte mal. Ich dachte, hier wäre jetzt eine Spur hier. Hätte dann den Mist hier gebaut. Also ich bin froh, dass ich kein Fernbusfahrer, dass ich hier nicht mehr im Bus lang muss. So. So, jetzt haben wir 70 Kilometer bis Brüssel. Das ist jetzt relativ schnell eigentlich sogar geht. Dann fahren wir nochmal nach Charleroi und dann fahren wir nach Luxemburg. So, brauchen wir tanken? Nö, ne? Sieht nicht gut, sieht gut aus, oder? Ja, sowas von gut. Also ich muss zugeben, diese Stadt ist sowas von verwinkelt und zugebaut. Du weißt, ach Gott, echt schlimm. Aber gut, so ich aber vor, dass ich hier raus bin. So, jetzt fahren wir gerade aus Richtung Brüssel. Geht jetzt eh relativ schnell. Also die Städte sind Gott sei Dank alle ziemlich nah beieinander. Das wird in der Schweiz genauso werden. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und dann kommt dann nochmal in Österreich. Ja, Tschechien. Polen ist ja nicht mehr drin. Und dann der große Block Frankreich irgendwann. Nein, Brüssel ist jetzt relativ zeitnah. Brüssel war ich auch noch nicht, oder nicht, dass ich jetzt wüsste. Aber mir hat jetzt gerade. Es war aber nicht Brüssel, es war Gent, die Stadt, die gerade so zugebaut war. Genau, hier müssen wir gleich auch durch, wenn wir aus Brüssel raus sind. Er zeigt schon an Richtung Charleroi. Der nächste Kollege, der hier nach. Was wird passieren, wenn ich immer hinterher fahre? Ich weiß ja nicht, wo der hinfährt. Keine Ahnung, steht da nichts dran bei den Kollegen, ne? So.
Ist das gerade richtig, dass der Wagen von mir schwebt? Ich muss gerade mal. Das sieht gerade aus, weiter. Ich freue mich auf die nächste Folge, da gibt es in die Schweiz. Ach, das wird auch eine schöne Tour. So, da sind wir gleich. So, bevor wir gerade gucken, da vorne ist die Haltestelle. Vorne links. So, bitte sei jetzt nicht so kompliziert wie Gent. Grüße, Sweet. Na, da sind wir dann. Brüssel freigeschaltet. Noch mal kurz. Ich stehe irgendwie gerade so ein bisschen über mir. So. Ich habe echt vergessen, die Wege zu machen vorhin, ne? Dass es aber keine Meldung gibt, dass Achtung, ey, gepackt war noch auf oder sowas. Moinsen, hallo. Ist das gültig? Weiß ich nicht. Warte mal. Das sind nur 6 Leute, ne? So viel ist das gar nicht. So, du bist Patricia Burmeister, die sehe ich schon auf der Liste. Vielen Dank. Ciao, fahren Sie in meine Richtung? Einmal knapp, jawohl. Du stehst da auch noch ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt. Ich hasse das, wenn die Leute so weit. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Turjana Yilmaz. Cool. Passt. Cassandra Otte. Danke sehr. Ciao. Fahren Sie in meine Richtung? Ich stöhle doch Talara und du bist Alina Schmid. Jawohl. Grüezi, hier ist mein Ticket. Herna Thomas. Dankeschön. Passt. So, alles andere, was hier jetzt rumsteht, das interessiert mich nicht. So. Gut, mal schauen. So, vorletzte Episode ist es tatsächlich. Also vorletzte Tour. Und dann geht's nach Brüssel weiter. Bis dann. So, weiter geht's von Brüssel jetzt aus nach Charleroi. Das sind 93 Kilometer, das ist jetzt nicht so weit. Ich schaffe das sogar eine Pause. Wie war müssen wir eigentlich? Ich hätte mal so Pause machen. Wir stehen jetzt schon mittlerweile in Brüssel. Wir hätten. Wann müssen wir Pause machen? Offiziell um 12. Das heißt in 20 Minuten.
In 20 Minuten müssen wir eine Pause machen. Ja, ich glaube, ich krieg das sogar hin komplett. Also ich versuche euch immer, wie gesagt, vier Städte in eine, also wie es passt, je nachdem. Meistens vier Städte in eine Folge zu kriegen, also vier Routen. Ich könnte dir jetzt sagen, ich baller ohne Ende Folgen raus, kann immer bam, 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 Teilstücke machen, aber ich will euch eigentlich die ganzen Routen zeigen. So, wie gesagt, wir verlassen gleich Belgien, wenn wir jetzt die nächste Station frei haben. Und dann haben wir nämlich Niederlande, also Belgien, Niederlande und dann haben wir Luxemburg quasi im Moment auch freigeschaltet. Dann haben wir eigentlich auch schon die Benelux-Staaten durch. Ich setze mich jetzt schon davor. Das sehe ich gerade sonst nicht. Ich bin jetzt im Hubo. Ich glaube, es kann aber sein, dass das Auto hinter mir war. So. Wo ist deine Jacke? So, wir fahren jetzt in Richtung, ja, Richtung Chalala. Das ist schon richtig. Das sind ja auch nur 70 Kilometer noch. Oh, ich freue mich schon ein bisschen auf die nächste Folge. Da geht es nämlich gar nicht in die Schweiz. Wahrscheinlich zumindest. Also Basel wahrscheinlich auf jeden Fall. Ich denke mal, das war nämlich über Luxemburg, Straßburg, Basel. So was in die Richtung fahren werden. Oh, wir sind schon voll über der Pause drüber. Das habe ich jetzt gar nicht mitgeschnitten. Scheiße. Na, dann hoffen wir, dass wir jetzt keine Polizeikontrolle kriegen. Weil dann bin ich am Arsch, weil ich habe die Pause vergessen.
Wir hätten nämlich um 12 die Pause machen müssen. Kacke. Sag mein Handy, was hat dein Handy rasten? Scheiße. Da habe ich jetzt 0,0 mit drauf, mehr drauf geachtet. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir Richtung Luxemburg keine Polizeikontrolle sehen. Wenn wir nämlich die Polizeikontrolle sehen, gibt es wieder Ärger, aber wie. Ja, jetzt gleich. Sie meckern schon wegen der Pause. Haben wir jetzt einen Parkplatz hier oben? Doch, ne? Wir müssen, da ich jetzt überhaupt 0,0 dran gedacht. Wir müssen gar nicht Stangen, wir fahren die Stangen, wir fahren gleich in die Pause. Ich bin natürlich jetzt 10 Minuten drüber. Wir müssen nicht die Pause machen. Wir müssen die Pause machen. Wie gesagt, wenn wir jetzt in der Dings sind, in der wir Polizeikontrolle haben, dann haben wir nämlich ein Riesenproblem. Weil wir 10 Minuten drüber sind. Boah, 26 Passagiere. Ich habe jede Menge Passagiere an Bord. Ich wollte eigentlich die Dame da kontrollieren, ja? Das hier ist ja voll. Du bist dich, habe ich vergessen. So, Gott sei Dank, haben wir es geschafft. Ja, mich ärgert gerade, dass ich einfach in der Dortfahrt, ich war jetzt im Farmflow drin, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich schaffe es vielleicht sogar noch bis Belgien, bis Dings. Fahrt fortsetzen und jetzt kommen wir hoffentlich durch bis Luxemburg, weil die nächste Pause wäre tatsächlich um 16.15 Uhr. Wir haben jetzt 12.39 Uhr. Von daher ist alles soweit in Ordnung. So, jetzt möchte ich auch noch, jetzt möchte ich nämlich noch bis Charleroi kommen, dann muss ich nämlich persönlich mal kurz weg und da geht es in der nächsten. Im letzten Teil dann nach Luxemburg. Oh! Entschuldigung, den habe ich nicht gesehen. Das Auto habe ich nicht gesehen. Die Ausfahrt sowieso auch nicht. Scheiße. Upsi! Hey, grüße miteinander! Und fix, was fährt man so?
Durchkommen um jeden Preis, wa? So, da sind wir schon, da ist das Depot da vorne. Wie gesagt, 16:15 nochmal bitte. Wir sind 2 Stunden zu früh. Ja. Also ich glaube, das Spiel kriegst du keine Kreisverkehre, das hat man nämlich schon mal. So, da sind wir gleich in Chalabar. Und dann geht's in die letzte Teilstrecke nach Luxemburg. 3 Kilometer noch. Halt, wir müssen geradeaus. Hallo und willkommen. Alter, wo sind die hier? Das Kind. Also mit der WLAN. Also das war noch schlimmer als Kind? Nein, eigentlich nicht, aber. What, Alter? So, da sind wir. Und damit herzlich willkommen im letzten Hörtchen der Schweiz natürlich nicht. Aber von Belgien natürlich. Herzlich willkommen in Chalabar. Voll die Smartphone-Mafia hier. Wo wollt ihr denn? Hier ist mein Tipp. Du bist Alexander Busch. Dankeschön. Wie eure Taschen halten, was habt ihr da drin, ey? Aber ihr gehört gar nicht dazu. Du schon hier vorne. Hallo, hier ist mein Ticket. Du bist der Ravi Murkart. Du gehörst dazu. Hallo, mein Ticket. Christopher Eckert. Fast. Will man frei und will man nicht frei. Tschüss. So, damit haben wir sie alle. Gut. So, der letzte Teil, der uns jetzt befindet. Wie gesagt, wir sollen Pause machen um 16 noch was. Wir fahren aber durch. Wir dürfen, wie gesagt, nur ein bisschen Glück haben, dass wir auf dem letzten Teil keine Polizeikontrolle haben, weil die Kamera kann teuer werden. Ja, wir haben die Pause nämlich nicht eingehalten. Das gibt auch wieder Abzüge. Gut. Nächster Teil ist dann der Weg nach Luxemburg. Bis dann. Tschüssi. Das heißt nicht bis Tschüssi, sondern das ist eigentlich immer nur so ein Reflex von mir. Wenn ich die Folge beende, also das Video beende, ich schneide euch das alles zusammen, dann ja. Wenn ich das Video beende, dann mache ich es auch immer auf Wiedersehen, das ist aber nicht der Fall. Ich versuche das alles zusammenzusteigen, dass wir quasi immer vier Orte in einem bekommen, je nachdem wie weit die auseinander liegen, wie Kilometer sind. Aber ich gehe mal voll aus, dass die Folge wieder so lange sein wird, wie die letzte davor. Ja? Das werden auch so wieder so einfach um die 1,5 Stunden werden. Gut, ich bin raus für heute. Also das heißt nicht raus für heute, sondern raus für jetzt. Ich mache eine kleine Pause. Ich muss mal noch was erledigen privat und dann
sehen wir uns mit dem letzten Teil gleich wieder. Tschüss. So, alles erledigt. Weiter geht's. Wir machen heute weiter mit unserer Reise Richtung Luxemburg. Die letzte Station, die uns heute ansteht. Wir sind jetzt noch mal 245 Kilometer bis nach Luxemburg. Und dann haben wir es auch geschafft. Na komm. Offizielle Ankunft ist 18.25 Uhr, sprich in 5 Stunden. Wir werden aber deutlich früher da sein. Wir haben leider das Problem mit unserer Pause. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Müssen wir noch tanken irgendwie? Nee, ne? Ach doch, nee, müssen wir nicht tanken. Wir können auch Zieger tanken. Also wir kommen da ohne Probleme durch. So, wir verlassen jetzt so langsam Schalawa. Und machen doch den Weg, wie gesagt, in Richtung Luxemburg. Boah, das ist schlimm mit dem Geflacker hier. Ich habe mir noch nebenbei. Also ich war unterwegs gerade, ich habe mir noch was zu trinken mitgenommen. Das war noch so eine Tanke. So, jetzt fahren wir. So, ja. So, der LKW macht jetzt auch los und wir machen mal das hinterher. Ja, komm, wenn ich jetzt ein bisschen dran ziehen würde, dann können wir hier rüber, Wir haben hier grün gehabt, von daher alles gut. So einfach? Das Schiff ging gefahren hat. Tut mir leid, ich fahre eine Linie, wann reisen muss. Da ist manchmal so ein bisschen. Ne? Da brauchen wir manchmal ein bisschen Platz. So. So, haben wir jetzt irgendwas, was noch unterwegs sein muss? Wenn wir jetzt Richtung Luxemburg fahren. Ist da irgendwo was auf der Strecke, was ich jetzt nicht... Nö, ist es nicht. Kein Unfall, keine Baustelle. Wir können jetzt unentspannt, wir können jetzt voll entspannt hier durchhalten. Und in der nächsten Episode geht es dann wahrscheinlich nach in die Schweiz oder durch die Schweiz.
Ja, ich finde immer schade, dass jetzt die Map nachgeladen werden muss. Also, gerade hier jetzt mit Wald, ne? Nochmal, das Spiel ist dieses Jahr rausgekommen und ich spiele die PS5-Version, es hat immer noch Grafikschwierigkeiten. Ich meine, dass die Simulatoren nicht immer die besten sind, das weiß man. Dankeschön, dass du nochmal die da durchdrücken musst. So, ich versuche jetzt wahrscheinlich die beiden LKWs zu überholen. 200 Kilometer noch bis zum Reiseziel. Bis zum finalen Reiseziel. Und dann weiß ich noch nicht, mal schauen, aber dann die Luxen, aber dann quasi, ob es irgendwie eine Trophäe gibt für Benelux, weil dann sind wir nämlich durch. Dann haben wir nämlich die Niederlande weg. In zwei Folgen. Also in zwei Folgen komplett die Benelux-Staaten abgearbeitet. Wie gesagt, wir müssen hoffen, dass wir nicht irgendwie noch eine Polizeikontrolle fliegen. Geradeaus rechts geht nach Köln und rechts geht nach Luxemburg. Leute, ihr müsst nicht mitten auf der Autobahn grundlos stehen bleiben. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir noch durchkommen. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Doch. Genau, hier sind wir nämlich hergekommen und nur von der Autobahn, als wir aus Genk gekommen sind. Wir dürfen jetzt, wie gesagt, keine Kunst haben. Wir haben eine Pause überzogen, wir sind 10 Minuten ruhig geblieben. Weil ich auch nicht darauf geachtet habe, muss ich zugeben. Also jetzt hätte ich die Pause pünktlich gemacht. Dann habe ich auch nicht die nächste Pause. Um 16:15 Uhr. 2,5 Stunden. Nein, die brauchen wir nicht. Die fahren wir durch. Blöde Frage, was passiert, wenn ich die Polizeikontrolle überziehe? Also ignoriere, mehr oder weniger. Wie gesagt, ihr müsst ja echt Glück haben, dass wir keine Polizeikontrolle haben. Die kann nicht random passieren. Aber es gibt keinen Parkplatz auf der Runde, ne? Auf der Route? Laut Navi nein. Da haben wir vielleicht ein bisschen Glück, dass wir tatsächlich Glück haben, dass wir keine dass wir durchkommen mit dem Thema. Weil das kann auch, also wenn die wirklich mit dieser Lenkzeit und so überziehen, dann verstehen die mal, das keinen Spaß. Also das kann scheiße teuer werden. Und das zu Recht. Weil es gibt ja genug LKW-Fahrer, die die Lenkpausen überziehen, total müde sind und dann passieren halt die schweren Unfälle. Wenn der LKW ungebremst zum Beispiel in den Stauende reinfährt oder was auch. Ne? Ja. Man will sich, das ist leider zu häufig schon passiert. Weil halt die Leute übermutet sind, weil sie halt denken, ja komm, die Tour, die schaffe ich noch und die Tour schaffe ich noch und dann, ah, schalt auf die Pause, ich fahre jetzt durch, ich will nach Hause oder was auch immer. Und vielleicht hast du einen Stifter zum Beispiel, stift dann Menschheit, ne? Wie gesagt, das ist jetzt ihr Spiel, das ist nicht schlimm. Aber wie gesagt, ich bin sehr bewusst Fahrer, ich weiß, was Sache ist. Wenn du total übermüdet bist, dann die Pause nicht einhältst. Wie gesagt, im Linienverkehr ist es nicht schlimm, da ist es eigentlich so gedacht, dass du normalerweise nicht durchfährst. Durchfahren solltest. Und es ist bei uns heute auch tatsächlich noch nicht vorgekommen. Bei uns auch im Team noch nicht vorgekommen. Das hätte mal irgendwie, wir fahren ja meistens nach Leipzig. Und wenn du dann halt meistens eine Runde überziehen musst, wenn halt dann irgendwie viel Verkehr ist oder
irgendwas passiert ist oder was auch immer, dann kommst du normalerweise nicht auf die 4,5 Stunden. Dass du mal 3,5, 4 Stunden fährst, ja, das ist anscheinend genug, aber danach ist dann halt mal wirklich diese 15 Minuten Pause, wo du dann mit dem, ich atme mal durch, Christian. Ach meine Güte, ey. Ernsthaft, du Assi, überholst mich jetzt rechts? Ernsthaft, du Assi, überholst? Na gut, ich hab's genauso gerade ich hab's gerade genauso getan. Das wurde ja auch kurz überholt rechts. Oh, der zieht aber gerade jetzt über 1 kurz vorbei und ja, okay, ich fahr mal vorbei. So, 120 Kilometer haben wir noch bis Luxemburg. Dann haben wir ja's. Genau, der war das, den ich eben richtig wollte, nicht der andere. So, jetzt müssen wir gucken, jetzt wollen wir auf die Karte gucken. Geradeaus, weiter. Wie gesagt, 100, jetzt haben wir noch 110, also wie gesagt, wir haben jetzt fast Glück, dass kein passiert, dass wir keinen Parkplatz haben für uns. Das heißt, wenn wir Glück haben, wenn wir scheiße Glück haben, kommen wir ohne Polizeikontrolle durch. Der rechnet uns das sowieso an. Spätestens haben wir den Erfahrungspunkt, wenn wir die Pause mal zogen in 10 Minuten. Alter, ihr müsst nicht runter, bremsen auf 40. Oh, Alter! Leute, ihr müsst mich nicht auf 50 runterbremsen. Ihr müsst mich nicht auf 50 runterbremsen. Warum macht ihr sowas? Meine Fresse, wenn ich schneller fahren kann, dann bleib auf der rechten Spur. Aber halt diejenigen kompletten Verkehr hier auf. Hier schön drängeln und so. Nee, Lichtlupe und alles. Gut, der zieht jetzt ein bisschen dran, der Transporter, aber wie das SUV gerade eben. Ich bleibe auf der linken Spur und fahre hier 50. Warum? Mag es eigentlich nicht, wenn ihr da ohne Probleme wollt, da ohne Gründe da raus. Ich meine, da kommt auch ein bisschen aus dem Knick. Ja, super funktioniert. So, wir sind immer straight noch Richtung Luxemburg. Das sind nur 63. Oh, Alter. Alter! Was ist das für die Nummer? Alter, du kommst hier mit dem Spatula da angeflogen auf der rechten Spur
Weil unabhängig davon, ich soll das ziemlich überholen und werde ich auf der linken Seite. Nee, egal. Aber da bleibe ich nicht einfach stehen. Und dann, die Straßenbahn ist frei, ich bleib dann nochmal stehen. So. Sind wir schon in Luxemburg? Ja, ne? Sieht so aus. 40 Kilometer noch. Bis Luxemburg, bis zur Hauptstadt. Bis Luxemburg Stadt. So. Noch haben wir Glück, da muss man nicht rüber. Wir haben jetzt noch 34 Kilometer bis zum finalen Ziel. Und in der nächsten Episode machen wir dann wahrscheinlich die Schweiz. Jetzt hier rechts raus, oder? Geh mal weg da! Hallo! Oh, Alter! Na gut, das ist aber auch, ich weiß, das ist von mir auch mutig, da jetzt noch zu früh, wenn ich die Ausfahrt kommen. Aber ich habe die Schilder zu spät gesehen, muss ich sagen. Er hat schon ein gutes Recht, da vor sich davor zu setzen. Alles gut. Ich bin hier voll entspannt und so, ne? So. So. Achso, das ist schon mal. Probieren scheint mich aus. Aber du halt mal drauf. Das regnet aber schon die ganze Zeit gefühlt. So, na, sind wir dann. 16 Kilometer noch bis zum. Wir sind in der Stadtgrenze jetzt Luxemburg. Ja, wir sind da, ne? Gleich. Hier ist auch eine Tankstelle. Wie lange haben wir denn noch in die Stadt? Halben Tank. Aber noch. Na, wir finden schon mal, wir finden noch einen Platz. Und dann haben wir es tatsächlich ein bisschen mit Glück durchgekriegt. Ohne Polizeikontrolle. Oh nein, warte mal. Ich muss hier rechts da. Rechts da. Entschuldigung, meine auch. So, da sind wir überpünktlich. Wann hätten wir hier sein müssen? 18.25 Uhr. Warte mal, wann haben wir die Pause? 16.15 Uhr?
Hauptsache sind innerhalb von, keine Ahnung, 100 Meter zwei Haltestellen. Na gut, 100 Meter sind für zwei, eine ältere Frau oder so, sind das nicht viel, ist das viel Schrecke. Das ist links der Hauptbahnhof, ne? Ja, das sieht so aus, als wäre das hier irgendwie Hauptbahnhof oder was. Aber noch sind wir nicht da. Wir haben hier vorne unseren Platz. Ich will gerade gucken. Dann müsste auf der rechten Seite sein. So, und damit, liebe Leute, herzlich willkommen in Luxemburg, unserem letzten Ziel. Und tatsächlich haben wir es geschafft. Damit haben wir Luxemburg auch abgeschlossen. Beziehungsweise die Benelux-Staaten innerhalb von zwei Folgen. Belgien, Niederlande, Luxemburg. Wenn du überlegst, wir sind Anfang der letzten Folge in Wilhelmshaven oben gestartet. Einmal Belgien durchgefahren, Niederlande durchgefahren, dann Belgien jetzt in dieser Folge. Wir sind jetzt 700 Kilometer von Arnhem nach Luxemburg gefahren. Ja, gut, dann melde ich mich mal ganz kurz zum Handy ab. Sechsstraße, okay. Pausenqualität, ja, wir haben die eine Pause nicht gemacht. Oder viel zu spät. Ansage abgespielt, 4 von 5. Hätten 5 mal die Ansage abspielen müssen, okay. Was haben wir hier? Sachschäden? Ja, passiert. Sicherheitsabstand. 98,4%. Ein Bordstein haben wir mitgenommen, kurz. Was haben wir hier? Verklemmungsangehalt, 50%. Oh. Ökonomie. Fahrgäste 23 und 43. Wir haben alle Fahrgäste mitgenommen. Mit Zentrale 1 von 5. Wegen der Pause. Ach so, das ist wahrscheinlich, wenn ich dann mal noch die anderen abmelden muss, das los sagst. Hey, ich mach's mal los, ne? Gut. Und in der nächsten Episode gibt's eine neue Routenname. Eine neue Route, Entschuldigung. Wir werden jetzt, das ist die 08 dann. Wir stehen jetzt in Luxemburg. Wir werden von Luxemburg aus Saarbrücken, würde ich sagen. Straßburg. Hier war es komplett in einem Rutschen. Basel. Da liegt doch Genf. Warte mal. Das wird zu viel, ne? Wir kennen die Schweiz nicht komplett in einem Rutschen. Luxemburg, Saarbrücken. Ich nehme mal Saarbrücken raus. Saarbrücken, Straßburg hätte ich gerne. Das würde mich
Das wird ein paar Kilometer sparen. Aber ich muss gerade gucken, ob ich das hinkriege. Genf? Nee, Genf müssen wir rausnehmen. Das ist für jetzt Überweg halt. Sollen wir damit rein? Bern? Luzern? Zürich? Das ist aus wie das Mega-Ding, ne? Konstanz. Ja, dann müssen wir. Dann nennen wir Konstanz. Dann nehmen wir Genf irgendwann mit, wenn wir aus Frankreich kommen. Obwohl ich eigentlich Freiburg gerne mit dabei hätte noch, ne? Aber Straßburg, Freiburg müssen wir dann auch mal machen. Der Kilometerstand ist zu hoch. Ja, theoretisch müsste der hier den übelsten Umweg übernehmen. Und ich höre auf der Route natürlich, ne? Aber macht das nicht so viel mehr? Doch, macht das nicht so mega viel Umweg? Ah ja. Aber wenn du von Konstanz musst, dann noch mal frei auf Straßburg. Nee, nee. Nein, in Konstanz. Wir fahren jetzt 917 Kilometer nach Konstanz. Von Luxemburg aus. Und dann nehmen wir den Rest dann später mit. Und dann nehmen wir die Schweiz in der... Nee, wir machen die Schweiz jetzt in der nächsten Folge. Das ist Schwachsinn. Wir machen die Schweiz jetzt in der nächsten Folge. Ich nehme jetzt erstmal noch die ganze Schweizer Haltestellen raus. Ich will nämlich dann... Ich will, weil das schon auf der Strecke liegt... So, Freiburg. Das ist aber eine kleine Strecke, ne? Basel. Dann nehmen wir in Basel. Dann startet man Basel in der nächsten Folge, danach. Ist das ein kurzes Ding hier? Oder war es jetzt, warte mal, können wir noch Bern mit dabei? Wie weit ist in Zürich jetzt weg? 54. Ja, das passt schon. Nehmen wir Zürich mit rein. Komm, Konstanz auch noch. Dann haben wir es doch. Dann haben wir tatsächlich noch ein bisschen Schweizer Städte mit dabei. Dann haben wir nämlich die beiden hier auf der. Dann haben wir nämlich die drei, die hier noch auf der Route sind, mit dabei. So, und Genf, Bern und Luzern. Und da machen wir unter, nehmen wir Dings raus. Warte mal. Wenn ich Luzern noch mit reinnehme. Mit Konstanz sind wir bei 800 und noch was, ne? 836. Mit Luzern. Das macht keinen Unterschied. Ja, wir hätten Luzern. Und danach geht es dann Richtung Frankreich. Würde ich sagen. Leute, in der nächsten Folge geht es auch Luxemburg aus nach Luzern mit 870 Kilometer ungefähr sind das. Und ich freue mich drauf. Da geht es ja nicht in die Schweiz. Bis dahin. Und auf Wiedersehen bei Let's Play Fernbus Simulator.